Herzlich willkommen im neuesten Gebäude der Johannes Kepler Universität. Die Studierenden sind da, darauf haben wir lange gewartet. 60 haben in Graz angefangen, jetzt kommen sie zurück nach Linz. Das ist ein großer Tag für das Projekt Medizinische Fakultät. Es war jetzt sehr sportlich, rechtzeitig hier fertig zu werden mit den Lehrräumlichkeiten. Es ist sportlich, alle Ärzte unter einen Hut zu bringen, was die Lehre betrifft, aber das ist sehr gut gelungen. Keine Angst, ich werde nicht Arzt. Und ich kann leider Ihnen nicht zusagen, dass Sie alle Landeshauptmann werden. Um das Medizinstudium in Oberösterreich haben wir lange gerungen. Und es war nur der Entschlossenheit aller, Stadt und Land, alle politischen Parteien und unserer Universität, zuzuschreiben, dass wir diese Stunde erreicht haben. Heute sind wir Medizinstadt, auch mit Medizinstudenten. Bisher waren unsere Studenten in Graz, jetzt sind sie bei uns. Jetzt wird der letzte Zweifler auch beruhigt sein. Die medizinische Fakultät ist Wirklichkeit. Ich freue mich schon. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, wie es wird, was uns erwarten wird. Ich meine, natürlich ist es immer ein bisschen trauer dahinter, seine Freundin in Graz zurückzulassen. Aber es ist mehr die Spannung da, wie es in den nächsten Jahren bei uns weitergeht. Vorfreude. Endlich mal wieder daheim sein kann und nicht dann hin und her fahren muss. Endlich mal Entspannung. Und einfach nur wirklich Freude darauf, dass endlich mal in Linz losgeht als erster Jahrgang. Und das ist doch schon was Spannendes. Also. Boah. Ich bin sprachlos. Ich freue mich unheimlich. Es ist ein Wahnsinn. Ja, Aufbruchsstimmung, wie es schon gesagt worden ist. Das ist legendär. Jetzt ist endlich Realität geworden, worauf wir alle hier in Oberösterreich seit beinahe 3 Jahren hinarbeiten. Die ersten Studierenden sind da. Der erste Bauabschnitt des Interimsgebäudes ist eröffnet worden. Sie haben gesehen, ein voller Saal, alle strahlen, alle sind voller Elan und Tatendrang. Am Montag beginnen die ersten Vorlesungen und ja, es ist unglaublich. Linz oder Graz, wer gewinnt und warum? Ja, definitiv Linz. Ich meine, es ist einfach die schönste Stadt in Österreich. Ich würde sagen, Linz hat einfach die Familie, die Freunde sind da, man ist da aufgewachsen, man kennt sich da schon besser aus. Linz, einfach weil ich von da herkomme und weil es so ist. Und der Leberkäse Pepe. Genau, ein absolutes Muss nach jedem Mal fortgehen.